Moin, es sind wir von Geeks Life Luxemburg und neben mir habe ich Tammy Sonntag sitzen. Moin. Moin. Und wie geht es? Ganz gut halt. Moin, alles gut. Dieses Jahr das Event heute zu Asch organisiert, den Manga- und Cosplay-Event. Richtig. Also das ist am Anfang ein Event von der Escher Bibliothek, für die ich responsabel bin. Und wir haben heute eben ein Manga-Cosplay-Event organisiert, bestehend aus im ersten Teil, wo Sabrina Kaufmann, ein Lützburgisch Mangaka, sein Manga 4 gestaltet hat und noch dadurch wird die kreiert, respektive die Leute auch erklärt hat, wie die Step-by-Step entsteht und die Leute auch einen kleinen Workshop gehen hat. Und Leute doch selber ausprobieren konnten, wie eine Manga malt. Ja, voilà. Im zweiten Teil war eben mit drei Cosplayerinnen, dem Atashi, dem Oni-Cosplay und dem Esmerod-Cosplay. Und sie haben die Leute gerade hier ein Hobby für gestartet, das heißt Cosplay, was ist das, wo kommt das hier, was brauche ich alles, wie machen ich das, aus welchen Materialien, wo kriege ich am besten hier, wie lehne ich mich am besten an, was sie so, ja, was sind hier Tipps und Tricks. Und sie waren immer noch gerade am Cosplay da und das war schon ziemlich cool. Und ja, voilà. Ma, das war ja lo für die alle ich kenne im Jahr 2016, also lo, das Jahr. Und wie passt du auf die Idee gekommen? Am Anfang ist es darum gegangen, dass ich oder als Idee ist, auch mal andere Sachen in der Bibliothek zu präsentieren. Vielleicht Sachen, die nicht so ganz typisch sind, mir fehlt leider einfach zu weisen in der Bibliothek und heute ist das nicht mehr verschlüpfte Bücher sehen. Auch wenn wir hier eine wunderschöne aller Villa sind, die vielleicht so im Hintergrund gesagt. Die Bibliothek ist ein bisschen mehr und kann eben ganz viele Events machen. Und würde ich mal tun, dass Sabrina gerade seinen Manga letztes Jahr im November rausgebracht hat. Und ich mal gedacht, das wäre eine coole Idee, für das hat er noch keinen Platz hat, für das können zu präsentieren. Und wir haben über Kontakt, sind nicht mit jemandem in Kontakt getreten, aufgefroht und das dann eben zur Grenze mit Cosplay. Ja, und das haben wir dann intern beschwert, ob das eine gute Idee wäre. Und wir fanden ja, und haben probiert. Und ich meine, das Sexy oder die viele Leute, die dabei waren, und das irgendwie rasch gehen, das hat aber funktioniert. Und das hat auch in einer Bibliothek möglich, also mit Manga Cosplay zu machen. Natürlich können Sie schon erwarten, dass irgendeine nächste Zukunft selbst rum wird stattfinden. Ich denke schon. Also wir gucken natürlich, wir sind eine öffentliche Bibliothek, das heißt, wir müssen für alle Publik etwas anbieten können. Wir gucken, ob es hier kann dazu. Wir haben schon eine Lesung von Mama Sabrina Notka, schon Mama Sabrina, ich weiß. Am Kader vom Welttag vom Buch. Danach ist mit der Kultur, weil du ein bisschen klassisch aus, man ein bisschen literär. Wir gucken für alle Publik, für Junker, für alle, für Geeks, für nicht Geeks, für alle Menschen können heute zufrieden und froh zu machen und ja, das Problem mal umzusetzen. Und wir sind schon mal Wert machen, ein Kaps mit Manga oder Cosplay oder Comic oder alles in die Richtung. Aber ja, im Sommer haben wir auch noch ein Konzert am 2. Juli, das ist noch ein bisschen wie es tun. Da sind wir ganz froh, da haben wir auch einen Comic-Zeichner dabei, den Andy Genen, den auch kennt und auch sein Comic wird weisen. Und natürlich auch Dreamcatcher, die werden Musik dazu spielen. Voilà. Inwieweit bist du persönlich an der ganzen Manga-Anime-Szene verstrickt? Ja, wenn ihr so guckt. Also ich lese ganz gerne Manga und es sind noch so ein bisschen ein Teil von meiner Kantheit. Cosplay-Szenen wäre ich gerne aktiv, und ich im Moment noch so die Möglichkeit, wirklich eine ganze Rüstung oder ganz richtige Cosplay, wenn ihr so will, nennen, zu bauen. Aber ich probiere dann halt so ein bisschen amateurmäßig, wissen, ob es ein bisschen Spaß zu tun und daran mehr. Ich würde schon gerne und in der nächsten Zeit auch können ein bisschen mehr daran mich daran auch involvieren und vielleicht ein bisschen mehr professionell oder etwas machen. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich ganz gut bin. Das ist ein Hobby, das mich aber interessiert. Ja. Hat auch einen Spaß. Ja, genau. Ich meine, darum geht es dann der ganze Zehn. Ja. Naja, dann noch ein wichtig froh. Hört dann die Bibliothek überhaupt Manga? Nein, doch, natürlich. Wir haben eine Manga-Reihe und wir haben ungefähr 40 verschiedene Serien, die was mit kleiner, die was mit größer, wir haben da auf Deutsch und auf Französisch. Und auch dem Sabrina Kaufmann sein, auch alle haben wir auch. Das Problem ist ein bisschen ja von allem auch da zu haben, ein paar Sachen, die echt verwirrend sind, ein paar für Junker. Und ja, ich meine, am besten muss ich dann von Lunch kommen und sich auch gucken und sich ausschreiben und sich auslehnen. Das gibt es natürlich ganz glücklich. Genau, also jetzt hören, Lunch kommen und gucken kommen. Mal ja dann so ein Film als Messi.
Ja, merci auch. Merci viel, viel Häuschen. Ja. Und ja, noch viel Spaß vom Rest über. Merci. I'm not your vocal, just all of me, I said it.